Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... Don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Ja, das kann ich schon nachvollziehen, aber... Obwohl das eigentlich beides gut ist. Ich wäre sogar für Chris nicht anlügen, weil, wie gesagt, für Chris könnte es später genauso oder noch gefährlicher werden, wenn er glaubt, er hätte das. Und das ist nicht der Fall. Ich glaube, ich bin dafür. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal. I'm counting on you and Enno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Wow! So many trees! Ist ja genau meine Welt. They look like giant cocoons. Sieht wohl so aus. Okay. Don't okay. worry. I'll be around. How can they sell so many trees in such a small town? Oh, das geht schon, das geht schon. Weil ich sag mal so, bei uns, ja, wir sind zwar eine etwas größere Stadt, aber auch nicht so riesig wie München oder sowas. Und das geht schon, also, ne, was da alles rausgehauen wird, pff. Und warum nicht? Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele Einwohner die Stadt hier hat. Ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde, aber das wäre doch gut vorstellbar. Behold, the giant condom machine. Gott. Naja. Jeez. Daniel Snowman wasn't that creepy after all. Okay. Das Ding ist, glaube ich, würde ich auch so einen Markt gehen oder so. Ich würde mich niemals mit so kleinen abspeisen. Das muss immer ein riesen Ding sein, auch wenn es nicht in die Wohnung passt. Bezogziegel? Looks like someone went nuts over these blocks. Nicht, dass er da irgendeinen Scheiß mitmacht. Ich meine, ja, er sagt zwar, er hört auf uns und sowas, aber weiß ich nicht. Es ist halt schwierig. I wonder what will happen to the trees no one buys. Let's look at another one. Das wäre allerdings mal eine interessante Frage. Eben, was passiert mit denen? Ich meine, wenn die uns weggehauen, ich kann es mir bald nicht vorstellen. Dear Santa, we've been good kids this year. Please explain this hot mess. Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Bet he'd love this. Oh. Naja, können wir es vielleicht auch kaufen? Ich meine, wir sind ja auch hier, um Geschenke zum Beispiel zu kaufen. Das Ding ist, Jojo, so geil wird das nicht sein, wenn da kein Kugellager drin ist. Schwierig. Ich habe das früher auch übers abgefeiert, aber halt auch nur mit Kugellagern, okay. Damit du eine längere Zeit machen kannst. Better find a gig for Daniel quick. This is so different from Seattle. Don't know if I can get used to it. Warum kann ich denn das nur klauen? Kann ich das nicht irgendwie kaufen? Warte mal, ist das... Oh, ich dachte schon, das wär Dings gewesen. Wow. The guy who painted that. He must have been seriously high. Überprüf dein Geld in deinem Rucksack. Ja, ich meine, hatten wir nicht mal mehr? 15? Okay. It's not much, but she probably needs it more than me right now.
it's me, you've come to take my duality. Wakes from midnight time, I could not see if I were you, were you, or me. We played the game with skillful hands, and so I asked for your demands. Give me your love, give me your gun, and you traced us back to where we'd begun. So looking for a way to disappear amongst the quiet things and all these empty streets. I found a way to reappear. Wow, you made it all the way through. Weird. You got a crush on me or something? What? no, I mean, das war voll gut. It was pretty cool. I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kind of nice. Not really my thing, though. I hate TV. Show business shit. Well... Thanks for the music, and good luck. See ya. War doch voll gut gewesen. Aber gleich so von wegen so, naja, das war gerade. Ah, schön. Kann ich mit dir also noch mal ein bisschen quatschen, weiß ich nicht. Hey, I do weddings and bar mitzvahs as well. Anyone interested? Anyone? If I have enough cash left, I could get a gift for Claire and Steven. Ach, na gut, ich dachte, da kommt noch ein bisschen mehr bei raus. Anscheinend nicht. Das Ding ist, ich würde aber... Ich meine, wir haben da ein Jojo, aber ich will das nicht klauen. Ich will das schon haben, aber too bad nicht we klauen. Can't come and see. Maybe we'll get some leftover pies and eggnog, at least. Okay, nee. Judy, was... Essen? We only sell handmade local products. Oh, come take a look. Das Haschkekse. Weird to have all this food around after a month of ravioli diet. Ja, glaube ich schon. Reden, Geschenke. Ah. Problem wird bloß sein. Erstens, warum ist da hinten Glühwein und ich kann das nicht anklicken? Oder kann ich hier um die Ecke? I miss Dad's Christmas at all. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das so eine Art Glühwein, was er gerade meinte. Ich für meinen Fall höchstens heiße Schokolade mit Schuss auf dem Weihnachtsmarkt. Ich meine, ich bin eh nicht so ein Freund von Weihnachtsmärkten, aber wenn dann das Glühwein ist, nein. Okay. 5, 7, ja, wir können uns entweder sowas. Ich würde ganz gerne, ich meine, wir haben das vierte, oh shit. Ja, damit haben wir uns das versaut. Ich meine, ich brauche 2 Geschenke eigentlich, ne? Schneemann. Theoretisch bräuchten wir aber was für Daniel. Da bräuchten wir ja 3 Geschenke. Mal gucken, vielleicht kann ich auch bloß 1 auswählen. Ich weiß nicht. Okay, ich nehme mal austauschen. Ach so, ich kann austauschen. Ach so, ich kann bloß 1 nehmen. Okay, ganz ehrlich, wir nehmen... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem Kohlehaushalten und so, das ist relativ egal, deswegen... deswegen... Oder warte... vielleicht kann ich ja dann noch ein anderes nehmen. Ich würde aber eigentlich eher den Holzbären...
Okay, ich versuch's. Hey, can I have one of these beavers? Okay, Biber, the tiny ones. Yep, they're made by our beloved carpenter, Rose. Cool. Here you go. Ich werde mir jetzt Thanks. So einen Arsch beißen, wenn ich noch was kaufen kann. Anything else? No, I'm good. Have a nice day then. Yeah, you too. Thanks. Okay. Cool. Dann hat sie Mission erledigt. Accomplished. We better leave now, before Claire and Steven come back. Hey, hi. Good morning, young man. It's nice to see a new face in this old town. Thanks. It's a super cool market you got here. Small towns are the best for Christmas. Who are you staying with? We're just passing through, so, at a motel. Well, I saw you speaking with Charles, so I thought... Oh, we're not related. My brother Daniel's friends with Chris. Gotcha. I like his son. Funny little guy. Despite everything. Anyway, welcome to Beaver Creek. If you need anything, just holler. Okay. Das Ding ist, wir sollten eigentlich mit keinem sprechen und so, ne? Aber ich meine, gesehen. Ja, mit gesehen haben wir es ja eh schon. Weihnachtskarten? Hi, everybody. We're taking a year off to run away from cops. Daniel has got telekinesis now. Hope you're doing well. Lol, jetzt sehe ich den scheiß Adventskranz erst. Fuck. Each of our wreaths is unique. Das ist zu teuer. Special price if you buy two. Das ist so teuer. Wir haben nicht mehr so viel. Feels kind of weird to spend Christmas here with Claire and Steven. Warte. Man, it would have been so cool to have one of these before coming here. Glaube ich, aber du kannst den, glaube ich, nicht fahren. Ja, aber das Ding ist, wenn ich den jetzt klaue, ist, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Und ich hätte ehrlich gesagt, oh, na, weiß ich gar nicht. Ich bin ja nicht so der Adventskranz-Typ. Ich hätte halt gern beides genommen, ne? Vielleicht kann ich ja mit Quiet der quatschen morning. Und macht es ein bisschen günstiger. Hi. This is a nice collection. Why, thank you. I make them all myself. Wow. Must be a lot of work. Definitely too much for the money they get me, yes. How come? Well, people certainly don't buy as much handmade Christmas decorations as they used to. The mall has ruined every single shop in town. Can't do anything about it, and people seem surprised unemployment is going through the roof. I understand. It's just the way it's evolving, you know? Trust me, I know. I just wish this evolution could benefit everyone. Anyway, you've got better things to do than listening to an old lady ranting about capitalism, right? It's cool. Don't worry. Well, thanks for hearing me out anyway. You have a nice day. Okay, war so was wert gewesen. Vielleicht hätte ich mich für was anderes. Vielleicht, wenn ich mich für was anderes entschieden hätte, hätte es vielleicht ein bisschen günstiger gemacht. Aber wir müssen ja bloß noch $4 haben, ne? Ja, bringt nicht sehr viel. Was willst denn du jetzt eigentlich? Er bewacht wahrscheinlich das Jojo. Okay, okay. Found what you were looking for, City Boy? Yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Sorry. I'm just a grumpy old gal. Merkt man nicht. My friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. Nie im Leben jetzt schon, hä? Das Ding ist, sie wurde mir gerade so ein bisschen unsympathisch. Also, mal gucken, ob Madame das noch retten kann, weil der Spruch war gerade ein bisschen kacke, muss ich sagen. Now we are. Kinda. That sounds complicated. Trauma? Yeah. Lots. Huh. Yeah, I hear that. Way too much. What about you and
Your friends. Road trip? Not really. We kind of hop from place to place, hunting for little jobs. Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Man, that sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Ooh, your hair looks so cool. Is it a wig? Well, what do you think? I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh, Sean. I thought I told you. Now you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Ooh, is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Doch der Stress. Mal gucken, vielleicht können wir es ein bisschen... Ah, nee, wir sollen es ja nicht. Wäre ja blöd, weil wenn wir jetzt mit dem Stress machen, könnte Daniel halt, ne, aus Versehen. Ich werde es mal nicht mit Stress versuchen. Ich, ja. Hey, never too careful. Who knows what may crawl out of air. Oh, the pros join forces. You're already perverting him, Finn. Sorry. I know suburban boys is your thing. Are you kidding? You want to talk about your scoreboard, hotshot? Hey, no worries. Come on, let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, kids. Goodbye. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal, too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him! You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. Why did they fight? I don't get why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Echt, wir hätten die Möglichkeit, wenn wir natürlich nicht sein. Okay, Streich spielen. Ja, eigentlich, nee, sollte man nicht.
Ich bin ein bisschen zerrissen, um ehrlich zu sein. Wir sollten es gut sein lassen. Weil das ist wieder das Ding, machen wir es einmal, legitimieren wir es damit irgendwo. Und dann kann man sagen, ey, bei dem haben wir doch aber auch und da ist nichts passiert und dann wird aber irgendwas passieren. Better not get involved, man. This guy doesn't look nice. You're right. War, glaube ich, das Beste. They're pretty. War, glaube ich, das Beste. Ich meine, es ist auch nichts wirklich passiert. Die sind ihrer Wege gegangen, ne? Klar, er ist ein bisschen sauer und sowas, aber... So cool. How do I look, Sean? Ridiculous. Kann ich den zeichnen? You're jealous because I'm cute. You're a loss. Kann ich dich nicht zeichnen? Schade. Es wäre cool gewesen, hätte ich mich hinsetzen können und ihn so zeichnen können. Alles klar, wir haben aber an sich eh das, was wir brauchen, ne? Obwohl er jetzt gesagt hat, für Daniel hat er ein Geschenk gekauft. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir für die Großeltern oder für unsere Großeltern was kaufen. Und anscheinend doch nicht. Fliegespray? Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. Ja, mei. Der nadelt zwar, der nadelt halt nicht, ne? Nun gut, ich glaube, also ich weiß nicht, ob wir weitergehen können. Ich schätze mal nicht, ja. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? Yeah. That's what I thought. Like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. And looks like you did too. What's her name? Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? She just wanted some money. Don't we all? You're too quick! Anyway, got ya! It's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died 2 years ago. Obviously, it was tough on Chris. Shit. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Das Ding ist, ich habe irgendwie das Gefühl jetzt, dass er nie irgendjemand hatte, großartig, um mal auszuquatschen oder wo er das Gefühl hatte, ja, er kann das alles loswerden, weil bei den Reynolds, besonders bei Claire, glaube ich, hat er eher das Gefühl gehabt, so einen, naja, dann so einen Moralapostel vor sich zu haben, was halt dann ungünstig ist. Ja, auch wenn sie es vielleicht bloß gut meint, aber dann da die Tipps oder irgendwas dann nicht wirklich hilfreich rüberbringen kann. Ich glaube, der braucht einfach irgendwie jemanden zum Reden, damit er wirklich dann jetzt nach den 2 Jahren dann vielleicht irgendwo ein bisschen damit abschließen kann, letztendlich, um sich ein bisschen befreien zu können. Vielleicht dann auch mit dem Alkohol aufzuhören, davon loszukommen und vielleicht wieder sein Leben in richtige Bahnen zu lenken. Ich meine, wäre doch möglich, oder? Okay, sie tun ihr Bestes. Das Problem ist, jetzt habe ich schon wieder nicht vernünftig zugehört. Worum ging es? Ist eigentlich kacke. Probleme? Do you have some kind of problems? I'm just not the man I was.
I shouldn't have even brought this up, you know, just forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. Hey, how long are you staying at your grandparents'? I don't know. Depends on how long Stephen and Claire will put up with us. Well, they stopped by yesterday. They really seem to care about Chris. But I'm afraid they get the wrong idea sometimes. Claire threatens to call social services. That's true. We are not your usual, pretty happy, suburban family model. But I know things haven't always been good for the Reynolds either. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, wenn wir ihm das von unserer Ma erzählen, aber irgendwie... Ich weiß nicht warum, irgendwie scheint mir gerade das Richtige zu sein. Yeah, my mom left my dad a long time ago. She never came back. She broke all ties with her parents too. Sorry for bringing that up. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Wanna set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dadmobile. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Hello? Hello? Claire? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well, at least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. So? Did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah, I did. Did you know Chris's mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. What? What is it? Sean? I want to go check on the room. Upstairs. I know it's Mom's. Please. Du wirst nicht locker, sie werden ausflippen. Ich glaube, wir kommen so oder so jetzt da rein, ne? Das Ding ist klar, wenn die ausflippen, aber wenn es keine andere Wahl bleibt. Ich meine, ich will da auch rein, ne? Ich hätte mir jetzt sogar vorstellen können, dass wir jetzt wieder so eine Entscheidungsmöglichkeit haben von wegen ja, machen wir oder nein, ne? Vielleicht kommt das auch noch, wenn wir dann oben sind. Aber dieses, sie werden ausflippen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es egal, wofür ich mich entscheide, wir werden so oder so in das Zimmer gehen. Also, mal gucken. You won't give up on that, right? It's just... I really want to know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess and get us caught.